Herzlich willkommen hier zu einem kleinen Einführung. Und zwar geht es im Prinzip um die Karte von morgen, um das aber gleich hinzuzufügen, um ein spezielles Projekt, was wir beim BMU beantragt haben und wo es eben darum geht, euch oder alle Transition-Initiativen und sonstige Initiativen, die Ähnliches tun, egal wie sie heißen, einzuladen, mitzumachen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass auch Imke jetzt hier dabei ist von dem Makers Community Transition Town Frankfurt und dem Transition Co-Kreis. Imke, schön, dass du da bist. Ja, hi, hallo in die Runde. Schön, euch alle zu sehen. Genau, weil Imke hat sozusagen diesen Impuls sogar gesetzt. Sie hat die Idee angeregt, auch diesen Antrag zu schreiben. Genau, und du hast echt, wir haben da echt zusammengesessen und beziehungsweise nicht zusammengesessen, sondern getrennt gesessen, aber zusammengearbeitet. Und die sind jetzt zum zweiten Mal eingereicht zum 30. Zum 30. September. Und ich würde das hier vielleicht ein bisschen visuell untermauern, indem ich diese Präsentation hier zeige. Ich glaube, man kann sie sehen. Ich weiß nicht, warum die Überschrift hier in dem Fall so komisch ist. Die könnte eigentlich auch anders aussehen. Ich werde jetzt auch nicht die ganze Präsentation zeigen. Meine erste Frage wäre, aber vielleicht machen wir das mal kurz bei Handzeichen. Wer von euch die Karte von morgen denn schon kennt? Jetzt muss ich nur gucken, dass ich alle sehe. Wir können ja genau mal sich melden oder vielleicht einen Plus in den Chat machen. Dann nochmal bitte melden, weil ich habe gerade noch nichts gesehen. Wer kennt die Karte von morgen schon? Okay, Franz, okay, sonst gucke ich mal in den Chat rein. Das ist jetzt hier, wo ist der Chat? Chat, da ist er. Ah ja, Leopold, genau, du kennst ihn auch und der Franz, du kennst ihn auch ein bisschen. Aber das heißt, für manche ist es auch noch ganz neu. Dann würden wir vielleicht damit mal direkt einsteigen. Dann würde ich euch einladen, die Karte hier, wir sind ja alle am Laptop, das ist auch eigentlich der Vorteil im Gegensatz dazu, dass wenn wir jetzt im Live zusammensitzen würden, jetzt habt ihr alle einen Laptop vor der Nase und dieser Laptop hat auch noch Internetanschluss, sodass ihr direkt auch selbst mal draufgehen könnt auf die Karte und ihr könnt gleich mal eure Stadt eingeben und gucken, ob ihr in eurer Stadt schon was findet. Gleich vorweg, ganz kleine Städte werden manchmal nicht gefunden. Wenn es der Fall ist, muss man direkt zur Karte gehen, entweder oben übers Menü oder nachdem man seinen Namen eingegeben hat. Aber wie gesagt, im Chat ist jetzt der Link. Ihr könnt mal draufklicken und ich teile hier auch mein Fenster, sodass ihr da auch die, die jetzt nicht selber draufklicken können, es jedenfalls bei mir sehen können. Hat sich da jetzt was getan? Seht ihr jetzt meinen Webbrowser? Ja? Okay. Ja. Also man kann jetzt hier ganz schön einen Ort eingeben, zum Beispiel wohne ich in Emdingen. Und diese Karte von morgen ist entstanden, als ich gerade in 2000, also die Idee dazu kam so ein bisschen 2012, wo ich in Berlin in der Transition Town Kreuzberg aktiv war, aber auch konsumkritischer Stadtführer war. Und wir hatten da eben verschiedenste Dinge den Leuten immer gezeigt in Berlin. Und dann wollten wir sie darauf verweisen, hey, guck mal, sowas gibt es bestimmt bei euch zu Hause. Wir wissen nicht wo, aber das muss es bestimmt geben in Hannover. Und da haben die Leute natürlich gesagt, nee, wir in Hannover haben doch keine Bioläden, wir haben bei uns keine Unverpacktläden, wir haben bei uns keine Werkstätten, wir haben bei uns keine Gemeinschaftswerten. Sowas gibt es offensichtlich nur in Berlin, weil woanders habe ich es noch nicht gesehen. Und das war ein bisschen der Auslöser, diese Karte zu schaffen. Jetzt kann ich zum Beispiel auf Emden klicken und jetzt sehe ich hier alles, was irgendwie sozial-ökologisch transformierend ist in Emden. Also hier ein Hof, der ist jetzt nicht besonders bio in dem Fall, sondern aber ist immerhin regional, macht hier eben, verkauft hier in den Dorfläden, in den kleinen Städten hier an der Elz entlang. Food Corp Emding, ganz frisch gegründet von uns. Vom Sonstladen jetzt vor 2 Jahren entstanden. Unsere Wurzelwerkstatt, die Solawi, der Verteilraum davon, etc. So Klimafit-Initiative. So, das ist eigentlich die Initiative, 5.11. nächstes Treffen, die wir sozusagen hier als, das sind wir, das ist die Transition Town, die heißt hier nur Klimafit. Und von der abgeleitet kam auch der Name Klimafit Karten, also der Klimafit Manager, also der Klimamanager aus Emding, der hat da auch im großen Interesse daran, dass wir so eine Karte machen. Und das ist sozusagen auch der Zusammenhang, warum das Umweltbundesamt es fördert, weil wir mit diesen Karten etwa 1100 Tonnen CO2 pro Stadt einsparen können. Das ist eine theoretisch ermittelte Zahl anhand einer Handreichung des Bundesumweltamtes. Und ja, genau, den Antrag haben wir aber beim Bundesumweltministerium gestellt im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative. Genau. Für die, die es gerne korrekt haben. Genau, das ist beim Umweltbundesministerium und die
Und die Zahlen, die, um das mal in Vergleich zu setzen, ist etwa so viel, wie wenn man 700 PKW, so wie im Durchschnitt genutzt werden, stilllegen würde. So viel, wie man dann einsparen würde, sozusagen kann man rechnerisch einsparen, wenn man diese Karte in seiner Stadt nutzt. Und zwar, jetzt ist die Frage, wie, und dazu gibt es eben, wollen wir euch einladen, das auch zu nutzen. Das heißt, es gibt eigentlich drei Schritte. Zuallererst geht es erstmal darum zu kartieren. Einfach so auch selber zu sammeln, was kennen wir eigentlich alle als Gruppe, auch befreundete Gruppen einzuladen, hey, mach doch mit, und so ein bisschen wächst immer der Kreis derjenigen, die das eintragen. Und das ist eben das Besondere an der Karte von morgen. Jeder kann hier, unten links gibt es einfach einen Button Eintrag hinzufügen, kann Dinge beitragen, kann Dinge beisteuern. Und ihr als Regionalpiloten, wie wir es nennen, also die regionalen Partner, ihr könnt die Karte abonnieren und bekommt dann mit, eben über die Startseite, bekommt ihr dann eine Information, sobald sich ein neuer Eintrag gegründet hat. Wenn ihr euch hier oben einloggt, könnt ihr euch sozusagen registrieren, E-Mail bestätigen und dann werdet ihr gefragt, welchen Ausschnitt möchtet ihr abonnieren. Und dann könnt ihr auf eure Stadt zoomen und das bestätigen. Und dann werdet ihr per E-Mail benachrichtigt, sobald ihr was eintragt. Und somit bekommt ihr so ein bisschen was mit. Wenn jetzt nicht gerade eine große Kartierungsaktion ist, ist es eine Mail pro Woche fast eigentlich weniger. So, wenn halt gerade groß kartiert wird, kann es auch schon mal 10, 20 Mails am Tag sein. Am besten richtet man sich einen Filter da ein, der dann immer sofort in Ordner schiebt und sieht dann so ein bisschen, wie da die Bewegung wächst. Also das ist sozusagen Punkt 1, ist kartieren. Und in dem Stadium sind wir gerade in Emmendingen. Wir entdecken sozusagen eigentlich, was gibt es hier alles für Umweltverbände, und ich glaube, das ist auch das Coole so an der Transition-Initiative. Ich glaube, was sie auszeichnet, sie vernetzen immer. Und sie sind ein bisschen das Wasser zwischen den ganzen Wandelprojekten, die das alles in Fluss bringt. Weil es gibt einfach unglaublich viele. Es gibt hier Alpenvereine, die Wanderwege pflegen. Es gibt hier Heimatvereine. Es gibt für Flüchtlinge. Es gibt ganz viele verschiedene. Nur alle reden ganz wenig miteinander. Und da versuchen wir jetzt einfach durch Vernetzung und so einiges zusammenzubringen. Genau, und das andere, was das Besondere ist, ist, wir haben keine festen Kategorien, sondern Hashtags. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf einen Eintrag draufklicke, auf den Umsonstladen, muss ich selber denken, okay, was werden die Leute hier suchen? Also sie suchen wahrscheinlich einen Umsonstladen. Hier zum Beispiel der Hashtag Umsonstladen sollte auf jeden Fall rein teilen, Sharing, Ressourcen, Upcycling etc. Also das sind die Dinge, die ich auf jeden Fall als Begriff reinschreiben muss. Da muss man einfach selbst immer logisch denken, so ein bisschen, nach was würden jetzt Leute am ehesten suchen. Und wenn ich dann da anfange zu tippe, wird mir auch automatisch immer die meistverwendeten Hashtags vorgeschlagen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel dann steht hier zuerst Lebensmittel. Kann ich jetzt hier nicht finden, aber ich kann jetzt zum Beispiel sagen Spielzeug. Ne? Und da habe ich gleich den Hashtag. Und da wird auch niemand nach Spielzeuge suchen. Denn wenn ich genau das gleiche Wort oben in die Suchzeile eingebe, wird mir wieder Spielzeug als erstes vorgeschlagen und nicht Spielzeuge. Ne? Und dadurch haben wir so eine einigermaßen gute Vereinheitlichung und man findet auch das, was man sucht. Aber man hat die komplette Vielfalt, die die Transformation immer auch abbildet. Hätten wir Kategorien, wir würden die einen sagen, ja, ich kann jetzt hier irgendwie die Solarwies eintragen, die anderen können dann ihre Bildungsprojekte nicht kartieren, die dritten können ihre Upcycling, Refill, wir machen nochmal was neue Sachen nicht kartieren und durch die Hashtags sind wieder einfach flexibel. Ja, vielleicht das erstmal, ach genau, und wir haben keine Mindestkriterien. Das mag erstmal nach Greenwashing klingen, es ist aber tatsächlich eine Plattformstrategie. Wir haben Positivfaktoren, das heißt, der Umsonstladen, der bewertet selbst, warum ist er nachhaltig? Und es hat zwei Vorteile. Ein Besucher, der jetzt Umsonstladen als Konzept nicht kennt, sieht hier ganz kurz erklärt, manchmal sind es ein bisschen witzige Bewertungen, aber in der Regel geht das auch, sieht auf einen Blick, okay, das ist der Grund, warum ich mitmachen soll. Darum geht es bei diesem, ganz konkret bei diesem Projekt. Und je nachhaltiger ein Eintrag bewertet ist, desto besser wird er sichtbar auf der Karte. Und desto intuitiver handelt der Mensch nachhaltig. Und Hintergrund der Idee ist, wenn jetzt jemand ein Brötchen sucht, dann gibt es vielleicht jetzt in der Nähe keinen Bio-Bäcker. Aber wenn er zumindest irgendeinen Bäcker findet, kommt er beim nächsten Mal wieder auf unsere Plattform drauf. Wenn er keinen Bäcker findet, geht er gleich zu Google und Google sortiert nur nach, wer zahlt am meisten Werbung und wer kriegt die meisten Klicks. Und die sortiert nie nach Nachhaltigkeit. Deswegen kann man bei uns auch andere Sachen finden, wenn es nichts Nachhaltiges gibt. Aber das Nachhaltige wird immer als allererstes. Und das symbolisiert eben diese Blume, die möglichst wachsen soll, je umfassender man nachhaltig ist. Und ich glaube, das ist auch so was, was die Transition-Bewegung auszeichnet, das holistische Denken.
Also wir haben nicht nur irgendwie die Fridays for Future, die jetzt nur den gelben Bereich abdecken würden mit Erneuerbarkeit, grün ist ökologische Vielfalt, blau ist Solidarität, grau ist Transparenz, das blaue ist menschlich und dann gibt es noch pink, das ist fair. So diese sechs Kategorien, die sind abgeleitet von der Gemeinwohlökonomie, unserer befreundeten Bewegung, die auch gerade 10 Jahre feiert, mit denen auch zusammen wir das entwickelt haben und mit denen zusammen wir deswegen jetzt auch diesen Antrag gestellt haben. So viel vielleicht kurz zur Einführung in die Plattform. Ach ja, und inhaltlich kann man eben Initiativen eintragen, das heißt alles, was Engagement, Bildung, Projekte, Beratung etc. sind. Unternehmen, überall da, wo ich irgendeine Dienstleistung in Anspruch nehmen kann, wo ich was kaufen kann. Und Events. Und diese Unterscheidung haben wir jetzt eingefügt, weil wenn ich jetzt hier eingebe Gemüse, dann kann das, werde ich entweder geführt zu einer Solawi, da kann ich jetzt nicht einfach hingehen und was einkaufen, oder ich kriege vielleicht auch eine Infoveranstaltung über ökologischen Landbau, oder ich kriege eben Unternehmen und dann kann ich eben am ehesten entscheiden, okay, ich will jetzt wirklich was kaufen und dann gucke ich nur auf die grünen Punkte. So, das ist eins der Gründe, warum wir diese Unterscheidung eingeführt haben. Imke, was müssen wir jetzt am besten noch sagen? Ah, ich sehe, hier gibt es sogar noch Fragen. Ach, das hast du geschrieben. Genau, anonym, das wird immer aufgezeichnet. Jetzt steht hier noch, sich anmelden und etwas entsprechend posten kann also jeder, ohne Kontrolle. Genau, es gibt sozusagen standardmäßig keine Kontrolle. Die Kontrolle ist eben im Nachhinein. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt für gerade auch junge Leute, das direkte Feedback zu sehen, cool, ich kann ja diese Karte wirklich gestalten, ich kann ja hier echt jetzt meine 10 Einträge machen und ich sehe sie sofort. Das ist ein ganz wichtiges Feedback, was es spielerisch macht, was es Spaß macht, auch wirklich was zu kartieren. Wenn ihr jetzt Kontrollen wollt, ist es überhaupt kein Problem inzwischen. Wir haben seit ein paar Monaten eine Möglichkeit, dass ihr diese Karte als iFrame auf eurer eigenen Homepage einbettet. Und in diesem iFrame könnt ihr dann bestimmen, was angezeigt wird. Das heißt, da habt ihr die volle Kontrolle, da müsst ihr wirklich jede Änderung händisch freischalten, wenn sie in euren Kram passt. Das ist auf jeden Fall auch eine Option, die ihr machen könnt. Ist für euch natürlich ein bisschen mehr Arbeit, weil ihr wirklich auch alles freischalten müsst. Aber es ermöglicht euch halt da viel besser auch zu zeigen, was ist richtig und was ist nicht. Ja, genau. Und damit ist es eben einfach eine Sache, die viele Transition-Initiativen eigentlich total gut brauchen können. Weil eine Karte haben sowieso viele. Die meisten Transition-Initiativen haben den Ehrgeiz, in ihrer Stadt gut informiert zu sein, zu wissen, was ist alles, was läuft, Menschen miteinander zu verbinden und zu vernetzen und die tatsächlich auf einer Karte einzutragen und sichtbar zu machen und das gleich auf einer deutschlandweiten Karte, dass Menschen einerseits wissen, es gibt diese Karte und direkt auf der Karte von morgen so Seite von ihrer Transition Town-Initiative und bekommen da gefilterte, ausgewählte Einträge. Und ja, auch die Sache der Events, die meisten von uns haben ja angekündigt werden. Und das finde ich persönlich auch sehr charmant. Da sind wir in Frankfurt auch gerade im Gespräch, das umzustellen, dass wir alle unsere Veranstaltungen bei der Karte von morgen einladen und dann eben einmal im Monat uns dann noch entscheiden, welche davon wir in unserem Newsletter noch zusätzlich bekannt machen. Und das erübrigt sich, also ist so ein Lösungsansatz für die Problematik, sich zu überlegen, wo, in welchen Kanälen poste ich eigentlich überall. Und da eben die Karte von morgen als Ausgangspunkt zu nutzen und dann weiter zu verteilen. Das finde ich persönlich sehr charmant. Piep? Ja, Andreas. Helmut, hast du es gerade? Ich ergänze das auch mal und packe da nochmal ein bisschen Wasser oben auf diese Mühlen. Die Karte von morgen ist auch Partner von WeChange, mit dem wir uns ja auch organisieren und mit denen auch vielfach es gut möglich ist, dann sich auch in der Zusammenarbeit zu vernetzen. Und als eine der Möglichkeiten kann man darüber dann auch dort sehr gut sichtbar werden. Das heißt, Helmut macht da die ganze Zeit einen sehr aktiven und engagierten Job, das in allen möglichen Kontexten des sozial-ökologischen Wandels einzusetzen, sodass dann das, was dort eingetragen wird, dann auch an vielen Stellen sichtbar wird. Genau, also das ist auch so ein bisschen gedacht, diese Plattform wirklich als Teil eines Instruments, was überall sichtbar werden kann. Ich poste auch nochmal den Link vom Glossar des Wandels.
wo man dann eben das auch sieht. Und auch zur WeChange wollen wir eine Schnittstelle bauen. Das ist ein ganz guter Stichpunkt, da sind wir dran. Das ist schwieriger als man als gedacht, weil wir es auch innovativ machen wollen, nicht so, dass man es morgen gleich wieder anders machen muss. Und das, was mich überrascht hat, heute Morgen wurde ja die Transition Town Dead Mall schon erwähnt, eher als irgendwie eingeschlafen und nicht mehr so aktiv. Auf jeden Fall aus meiner Perspektive sind sie super aktiv, weil sie haben nämlich über das letzte Jahr ein Plugin entwickelt, was die Termine der Karte von morgen und die auch die Einträge mit dem WordPress verbindet. Das heißt, alle, die eine WordPress-Installation haben, können über das Plugin Event Manager ihre Termine verwalten und gleichzeitig auf der Karte von morgen mitverwalten. Also das ist auch ein sehr interessantes Feature. Am 29. Oktober ist da offizielle Vorstellung in Detmold, wo ich auch extra hinfahren werde und bin auch schon selbst sehr gespannt, wie das dann funktioniert. Jetzt sieht man gerade nochmal die Präsentation im Hintergrund. Ich hatte es eben erwähnt. Hier wird nochmal erklärt, die Einsparung durch die Treibhausgasemissionen und was eben die ausschlaggebenden Punkte sind. Es geht also um verpackungsfreies Leben. Alles, was irgendwie Plastik und Verpackung reduziert, da haben wir eben auch Kooperationspartner für Refill und für plastikfreies Trinkwasser. Aber auch einmal ohne Bitte, die Bewegung von Rehab Republic aus München, die ähnlich wie wahrscheinlich viele von euch das sowieso schon machen, einfach Unternehmen damit motiviert, animiert und berät, wie man den Leuten helfen kann, in den eigenen mitgebrachten Schälchen einzukaufen. Klar, regional, saisonal, super wichtiges Themenfeld. Fleischkonsum reduzieren, ebenso spannend, reduziert erstaunlich viel CO2, wenn man die Leute dazu animieren kann, zumindest keine Massentierhaltung zu unterstützen, sondern nur noch regionales Fleisch zu kaufen. Denn davon gibt es eh nicht so viel, dass die gar nicht so viel kaufen können, ist auch viel zu teuer. Und Kleidertauschen, Secondhand, Share Economy, Repair Café. So diese Themen, die sind sehr schwer einzuschätzen, was das für eine CO2-Bilanz bedeutet. Weil wenn ich eine alte Waschmaschine beispielsweise auch repariere, im Zweifel über die nächsten 5 Jahre noch mehr CO2 ausschmeiße, als wenn ich mir neu gekauft hätte. Also solche Effekte muss man auch bedenken. Aber so grob über den Daumen kann man sagen, 1000 Tonnen pro Stadt über 2 Jahre. Das ist so viel, wie wenn man 700 PKWs, die in diesen 2 Jahren nicht fahren würden, so mal ausgerechnet. Und hier nochmal als Übersicht die Bewertungsfunktion. Nochmal sozusagen hier als natürlich gibt es dann immer verschiedene Fragen für. Und was wir eben gerne mit Schulklassen machen, sind Workshops. Die gehen dann, es sind wirklich Workshops, die Transformation lebendig machen, die diesen Pioniergeist auch wirklich zeigen, weil wir nicht lange labern im Unterricht und keine Grafiken zeigen, sondern die Schüler dahin schicken, wo die Pioniere wirklich was tun. Das heißt, wir machen eine kleine Einführung von 1 Stunde, so was denkst du, ist ein Problem in der Welt, holen die wirklich ab, wo sie stehen und schicken sie dann in die Initiativen auf der Karte, zumindest eine bereiten wir vor und in der stellen die Schüler 8 Fragen. Die erste Frage ist, wann wurde es gegründet und warum? Und diese Frage ist erstaunlich kurz, aber bei allen Wandelpionieren eine sehr spannende Antwort, weil sie sind immer Einzelkämpfer, die damit gestartet haben, es ist immer ein Widerstand und es ist immer eine Erfolgsgeschichte von Veränderung. Und dann kommen sozusagen 2 bis 7, genau diese 6 Fragen zur Nachhaltigkeit, wenn die nicht schon längst beantwortet würden in der Frage, warum. Und zum Abschluss fragen wir den Unternehmer, ja, was gehört noch zu deinem Ökodorf hier in dieser Stadt? Also was gehört noch zu deiner Community? Was denkst du ist noch von morgen? Und damit gibt er uns Tipps, wo wir als nächstes hingehen können. Und damit, dann teilt sich die Gruppe der Schüler auf. Und die teilt sich immer mehr auf, notiert auf dem Papier, was sie so findet, was die Leute sagen und kommt dann am Ende des Tages zusammen im Computerraum und trägt alles auf die Karte von morgen ein. Das ist zum Beispiel ein Weg, dann das zu machen. Und da kann man denen auch so ein bisschen so einen Zettel mitgeben, wo die dann wirklich auch unterwegs für jeden Eintrag eine so eine Rose ausfüllen und aufschreiben können, was ist hier von morgen. Dabei auch wirklich lernen, was Transformation konkret bedeutet. So, das war eigentlich nur sozusagen nebenher. Damit man so ein bisschen versteht, was das alles für ein Kontext ist. Bildungsarbeit, das ist ja auch schon seit 2015, eigentlich 2016 spätestens, dass wir in dem Format mit dieser Plattform so richtig versuchen zu kartieren. Es gibt 10 Städte mit Papierkarten, allen voran zum Beispiel Lörrach, die jetzt wirklich sehr schöne gemacht haben, auch die Transition Town Darmstadt. Tübingen zum Beispiel hat jetzt auch gerade eine Papierkarte bekommen, die aber Corona-bedingt noch nicht gedruckt ist, aber sie ist schon fertig. Ihr findet alles auf unserer Homepage, vielleicht durch gerade mal den Link posten. Und Ravensburg ist gerade dabei, eine Papierkarte zu erstellen mit Wir und Jetzt, der dortigen Transition Town, die da halt Wir und Jetzt heißt. So, noch ein Link zu den Papierkarten, die es bereits gibt.
Imke, was müssen wir denn jetzt sagen, damit nachher alle sagen, cool, ab März, wenn wir das Geld da haben, sind wir dabei? Wenn man sich jetzt sowas, sowas realisieren möchte, gibt es da so, sowas wie ein Handbuch oder eine Anleitung, wie man da auf den Griff geht, wie man das alles macht? Weil mit der Kommentarin wird alles merken jetzt hier. Ne? Und ich bin jetzt auch kein digitaler Nativer, aber wie geht es konkret? Ja, klar gibt's das. Also wir haben hier jetzt den Link, den ich jetzt gerade gepostet habe, Regionalpilot werden. Auf der Seite wird wirklich alles erklärt. Aber genau deswegen haben wir jetzt auch Gelder beantragt, weil wir versuchen wollen, jetzt, wenn es bewilligt wird, ab März wirklich jährlich ein großes Treffen zu machen, wo wir alle einladen, die da Interesse dran haben und dann auch wirklich Erfahrungen weitergeben, wirklich so einen Kurs machen. Das wird wahrscheinlich im Rahmen des Makers for Humanity Labs stattfinden, was uns jetzt eine sehr geeignete Veranstaltung erschien, die auch in Kooperation mit den Transition Towns durchgeführt wird. Aber der Link im Anhang, jetzt sehr gerade im Chat geteilt wurde, erklärt schon mal auf jeden Fall theoretisch, genau. Und wir machen auch monatlich ein Webinar, immer am 9., glaube ich, jedes Monats, einfach sich per E-Mail anmelden, dann findet es auf jeden Fall statt. Wir haben auch ein paar Webinare, die jetzt in nächster Zeit stattfinden. Da kann man sich auch direkt einklinken und mitmachen. Und vielleicht auch Leopolds Hinweis, genau, die Karte von morgen ist weltweit verfügbar. Also es gibt zum Beispiel auch ein Upcycling-Netzwerk vom Start-Upcycling, die so ein weltweites Netzwerk sind, die auch die Karte nutzen, um da von Indien bis nach Südamerika ihre Upcycling-Projekte sichtbar zu machen. Auch das Degrowth-Netzwerk nutzt die Karte von morgen. Weltweit, um ihre Degrowth, alles was mit Degrowth zu tun hat, zu kartieren. Das Transition Town Netzwerk ist eben gerade noch in der Diskussion, wie wir es machen, aber ich treffe mich zum Beispiel morgen mit Transiscope. Das sind sozusagen unser französisches Pendant und wir überlegen, wie wir mit denen Schnittstellen erstellen können. Also das ist wirklich seit 2014 ist da immer ein Riesenprozess am Laufen, der aber so komplex wird, weil das so viele Fundamentalisten beinhaltet, so viele technische Nerds, so viele inhaltliche Probleme, so viele kommunikationssprachliche Schwierigkeiten, dass es immer wieder in irgendeinem Punkt versandet, weil es den Programmierern zu sozial wird oder den Sozialisten, sag ich mal, also den Menschen, die sozusagen sozial unterwegs sind, zu technisch. Und ab dem Punkt platzen solche Vorhaben bisher, aber wir kommen immer ein Stückchen näher und gerade Roland Alton von Faircom ist da super aktiv, hat jetzt auch eine Förderung von 40.000 Euro für diese Schnittstelle organisiert und damit es auch ja, irgendwie weltweit verknüpft sein mit anderen Datenbanken. Ansonsten kann man die Karte natürlich überall nutzen. Das Förderprogramm vom BMU ist leider auf Deutschland beschränkt. Wir würden aber uns sehr freuen, da ein ähnliches Programm mit dem österreichischen oder Schweizer Umweltministerium aufzufahren. Genau, also Belarus, da gab es halt sozusagen keine andere Plattform bisher. Die haben wirklich direkt die Karte von morgen implementiert, auch in Belarus. Da habe ich auch mal einen Link gepostet. Ach, da kann ich wieder nicht draufklicken hier. Und sind da sehr aktiv, aber haben das sozusagen geforkt. Also die nutzen nach wie vor die gleiche Datenbank, haben aber ein eigenes Design im Frontend. Jetzt kann ich es auch viel besser einschätzen, die haben einfach gerade ein sehr großes Nationalbedürfnis, sich da unabhängig zu machen von Russland, als auch von den Kapitalisten im Westen. Und deswegen war es ihnen wichtig, ihre eigene Plattform zu haben, aber auf Code-Basis arbeiten wir da sehr viel zusammen. Also ich versuche natürlich immer diesen Kontakt zu Partnerinitiativen zu halten, zum Beispiel die Stadtwandler, hast du schon gut genannt, oder eben auch Transition Zürich, die auf einer anderen Plattform da begonnen haben mit den Stadtwandlern Hub for Change, auch zu denen wir auch schon lange überlegen, wie wir da am besten Schnittstellen bauen können. Aber aus Lübeck habe ich tatsächlich noch nichts gehört. Also da freue ich mich auch immer gerne über Hinweise von Leuten, die ähnliche Karten machen. Wenn die Karten cool sind, tun wir die einfach auch so auf unserer Seite promoten, dass jeder auf jeden Fall weiß, dass es die gibt. Und wenn die eigene Plattform suchen, freuen wir uns natürlich total auch, wenn die dann gleich mit der Karte von morgen als technische Plattform starten, was uns natürlich viel Schnittstellenarbeit erspart am Ende. Ja, also wenn das losgeht, gibt es verschiedene Anknüpfungspunkte, wie ihr starten könnt. Es macht natürlich keinen Sinn, dass man von Anfang an alles will. Man fängt so ein bisschen an zu kartieren. Das heißt, das Erste, was wir suchen, sind Initiativen, die irgendwie möglichst gut vernetzt sind, so lokal, beziehungsweise das Interesse haben, da eine coole Vernetzung aufzubauen, die besonders auch so ein bisschen, sag ich mal, unkommerziell und am Menschen entlang organisiert ist. Also genau, wirklich nicht jetzt die Behörden, sondern wirklich Zivilgesellschaft eben Transition Towns. Die ersten suchen wir vielleicht so im ersten Jahr vielleicht mal 10 bis 20
2021, dass wir schon mal mit den Leuten starten können. Und die kriegen dann 6.000 Euro für ihre Arbeit. Also sie können dann eine kleine Stelle anschaffen, so einen Minijob machen oder sie können das irgendwie, da sind die eigentlich relativ unabhängig, wie sie diese 6.000 Euro einsetzen können. Am Ende dieses Jahres ist einfach das Ziel, dass es 10.000 Karten gibt. Und diese 10.000 ist so eine Zahl, weil man die einfach gut in seinem Netzwerk erreichen kann. Also mehr als 10.000, da muss man schon eine sehr professionelle Transition Town sein. Also Darmstadt hat 20.000 gedruckt und ist jetzt schon in der dritten Auflage. Die haben einfach ihre krassen Kanäle eingerichtet mit Stadt- und Weltladen und allem drum und dran. Aber in der Regel ist 10.000 Karten so das, was ich über den Kindergarten, über meinen Sportverein etc. so ein bisschen hinkriege. Und das sind die Kanäle, die wir nutzen wollen. Also da, wo sich die Familien treffen, wo sich die Studierenden treffen, wo sich die in der Männerrunde treffen, wo sich die Frauen in der Frauenrunde treffen, etc. Also über diese Kanäle wollen wir die Menschen miteinander in Kontakt bringen. Denn es gibt so viele, die jetzt, wenn jemand jetzt Fußball spielt und vielleicht eigentlich Interesse hat am gesunden Leben, warum dann nicht auch vielleicht noch Bio oder regional einkaufen? So, diese Verbindungen wollen wir schaffen. Genau, und da fängt man dann an, vielleicht auch mit einem Themenfeld, dass man erstmal sagt, okay, wir machen eine Social-Media-Kampagne oder ein Newsletter zum Thema Abfallvermeidung, Plastikvermeidung. Das ist so ein ganz niedriger Einstieg. Als nächstes kommt dann vielleicht so die Tipps für regionalen Konsum. Und so, da kann man immer sich weiter vortasten, irgendwann auch was zum Thema Veganismus, zum Thema fleischreduzierte und milchreduzierte Ernährung und so. Und so kann man auch dann über das ganze Jahr verteilt verschiedene Kampagnen machen, Bobby Langer und wir, und versuchen dann alle auch coole journalistische Artikel euch zu schicken, die einfach nur noch euren Stadtnamen mehr oder weniger einsetzen müsst, vielleicht noch eine Einführung schreibt, warum das bei euch jetzt gerade eine Sache ist und es dann gleich bei euch in der regionalen Presse veröffentlichen können. Vielleicht schon sogar mit einem kleinen Kartenausschnitt. Da freut sich das Presseamt auch drüber, wenn die so richtig was Konkretes in ihre Zeitung abdrucken können. Überall kann man gerne die Karte nutzen und genau das, was ich sagte, gerne machen. Die 6.000 Euro dürfen wir aber nur im deutschen Bundesgebiet verteilen. Vielleicht haben wir bald auch eine neue Förderung. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass sowas auch noch gelingt. Gerade wenn ihr auch gute Förderprojekte kennt, lasst uns das einfach zusammen machen. Imke, wir hören dich nicht. Wisst ihr ja nicht, ob Tempelhof mit drin ist oder überhaupt ganz generell? Das ist eigentlich eine ganz spannende Frage. Wie ist es eigentlich mit Jen? Sind die Ökodörfer da irgendwie mit verbunden? Mit denen hatten wir schon ab und zu mal Gespräche. Die haben aber noch ihr ganz eigenes System. Und das sind immer dann so lange Entscheidungen, die man wirklich gut treffen muss. Steigt man um auf was? Und aktuell haben sie sich noch nicht komplett für den Umstieg entschieden, auch wenn sie schon echt viele davon uns kontaktiert haben und da Interesse dran haben, weil es langfristig vielleicht echt Sinn macht, also auf jeden Fall eine Schnittstelle zu schaffen, wobei die halt für Ökodörfer auch noch viel mehr Informationen hinten dran haben, wo man dann gucken muss, wo man die Schnittstelle macht. Also man findet sehr viele, es gibt super viele, weil Ökoligenta zum Beispiel auch eine Seite hat, wo Lebensgemeinschaften und Ökodörfern dargestellt werden und die nutzen die Karte von morgen, auch manche andere Netzwerke nutzen für Ökodörfer die Karte von morgen, aber das offizielle Gen Ecovillage Network, die haben eben die eigene Karte, auch weltweit und so natürlich dann nochmal eine ganz andere Nummer auch, ja. Ich glaube, das war bei Transition auch so ein bisschen das Problem, weil, soweit ich weiß, ist Transition auch international noch mit einem anderen Kartensystem dabei. Ich weiß gar nicht, welches die Netze nutzen, aber leider ist es wohl so, dass sie noch ein anderes Kartensystem da verwenden. Genau, also Transition selbst hat ja ein WordPress-Plugin für ihre Einträge. Genau, aber auch da habe ich auch schon mit Rob Hopkins gesprochen. Der hat da selbst auch ein sehr großes Interesse, dass das verbunden wird und zusammenwächst. Und deswegen glaube ich auch, dass es funktionieren wird, gerade weil auch eben Frank da mittendrin sitzt. Es gibt die drei Elemente: kartieren, vernetzen, verbreiten. Und genau, das Kartieren ist eigentlich sozusagen das Unverfänglichste, das Verbreiten ist nachher die entscheidende Ebene. Und wenn man das überlegt, ich habe auch diese Berechnung verlinkt in dem Artikel über das Klimafit-Projekt. Es wird davon ausgegangen, dass wenn jemand eine Karte bekommt, von allen 10.000, die diese Karte bekommen, tun nur 4% ihr Verhalten danach umstellen. Ja, das ist sozusagen auch, was schon in dieser Berechnung auch mit einfließt. Längst nicht jeder macht es. Und wir können aber diesen Faktor, wie viele Leute etwas umstellen, dadurch erhöhen, indem wir Freundschaftsnetzwerke um die veränderten Konsummöglichkeiten bilden. Und das ist sozusagen das, was unser Kernfokus eigentlich ist. Deswegen suchen wir nicht die große Marketingagentur, die lokal um die 10.000 Karten verteilen kann, sondern die Menschen, die dann in ihrem Kindergarten davon erzählen, ihren anderen Eltern, von ihren Befreundeten,
und dann sich ein Freundeskreis um die Food Co-op bildet. Also zum Beispiel ich hier auch in Emdingen, ich bin in der Food Co-op, weil halt die Kindergärtnerin da drin ist und weil halt die Eltern, anderen Eltern von meinem Sohn da drin sind. Solawi etc. Und dann beginnt plötzlich so ein Freundeskreis zu wachsen. Und das ist sozusagen die Idee. Und dann ist der eine, macht bei Refill mit und dann höre ich das davon und dann merke ich, ach komm, wenn ihr da mitmacht, dann mache ich da auch noch mit und so. Diese Effekte wollen wir extrem verstärken, indem man in Papierform, online, überall diese Sachen auch einfach findet und der die Zugänglichkeit da gewährleistet ist. Und ich glaube, da ist auch so ein, was ich auch als wichtig sehe, dass wir als Transition Towns uns da auch irgendwie Methoden aneignen für die Zukunft, dieses einfach jetzt machen, Dinge auszuprobieren, auch wenn sie klein sind, ist genau das eine, die eine Ebene, die wir wirklich brauchen, die wir auch in den letzten 10 Jahren ganz gut gemacht haben, aber auch zu sagen, einfach jetzt mitmachen lassen, öffnen, die Sachen peppig machen. Ich glaube, das können wir auch echt gut lernen. Danke, Klaus, dass wir Initiativen helfen, die richtig anwendet, unser Umsonstladen hier. Super netter Typ, aber hat einfach keinen Sinn für Social Media und keinen Sinn für Kommunikation. Da einfach mit reinzugehen und sagen, hey, komm, wir nehmen dich einfach monatlich in unseren Newsletter auf, wir promoten dich, wir zeigen, was du coole Sachen machst, das musst du nicht selbst können, aber da auch eine Unterstützung zu bieten, wie erreichen die Leute und das ist dieses Verbreiten. Genau, und von der Karte selbst passiert überhaupt nichts, aber indem wir es besser verbreiten, was an Wandel alles schon existiert. Genau, die Stadtwandler und Freiburg und Zürich nutzen die gleiche Technik, das ist schon mal ein Vorteil, aber auch eine richtige Schnittstelle haben wir bisher leider nicht zusammenbekommen. Da liegt es auch so ein bisschen an den Vorstellungen, sage ich mal. Ist einfach sehr schwer. Wir wollen ja sozusagen, dass alle Menschen auf der Karte von morgen alles bearbeiten können. Und das ist aber den Stadtwandlern zu komplex. Aber ein Stadtwandlern kann eben nur der Eintragende selbst seinen eigenen Eintrag bearbeiten. Das Gleiche ist zum Beispiel auch eine Platzmaus Leipzig, die das genauso macht. Und das führt bei uns in unserer Erfahrung nach immer auch viel zu veralteten Einträgen. Denn zum Beispiel, wenn jetzt eine Klaus kennt sich in Tübingen am besten aus, wenn er sieht, dass der Unverpacktladen zugemacht hat, dann muss er nicht noch monatelang recherchieren, was der ehemalige Besitzer war und wie er den kontaktieren kann, dass der seinen Eintrag löscht. Weil eintragen tun die Leute sich schnell, aber weglöschen oder umziehen etc. tun sie dann oft nicht mehr. Und um das zu umgehen, kann bei uns eben da jeder auch, und besonders der Regionalpilot, dann auch Einträge löschen, aber auch Dinge aktualisieren und auch die Vollständigkeit. Also es funktioniert leider nicht so, dass ich einfach eine E-Mail schreibe an alle Wandelakteure und sage, bitte tragt euch ein. In der Regel passiert dann erstmal nicht viel, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass man einfach oft als beginnende Initiative da auch nicht das Standing hat, um sowas zu sagen zu können. Aber spätestens, wenn man es dann zum ersten Mal gedruckt hat, ab dem Moment tun die Leute sich schon auch sich drum kümmern und fragen sich, wie kann ich meinen Eintrag aktualisieren und so. Genau, aber deswegen wollen wir eben das möglichst erlauben, dass alle das bearbeiten können. Und da gibt es ein bisschen eben die auch dann Diskussion mit denen. Und da haben wir uns noch nicht geeinigt, wie wir da am besten vorgehen.